Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zu einem neuen Video. Ich bin Yvonne und eure unabhängige Sensi-Beraterin. Genau, worum geht es heute in meinem neuen Video? Es geht um unsere WIF-Box. Und was soll ich sagen? Diese WIF-Box ist einfach nur einzigartig. Es ist eine Box für Leute, die Sensi eigentlich noch gar nicht kennen, die Sensi unbedingt mal testen wollen. Und deswegen werde ich heute euch mal die WIF-Box zeigen. Für alle, die schon die WIF-Box bestellt haben und sich gerne überraschen lassen möchten, machen bitte das Video jetzt aus, weil sonst nehme ich euch leider eure Überraschung. Genau. Ich habe natürlich auch schon mal reingespingst und ihr kennt ja unsere WIF-Box, ne? Es ist nochmal irgendwie eine alte Verpackung, warum auch immer. Es gibt ja schon die neue. Wie immer haben wir in unserer WIF-Box unseren Flyer. Der ist diesmal auch etwas kleiner. Und es steht da drauf, pflanzen Sie Träume und lassen Sie Freude wachsen. Pflanzen Sie Träume und lassen Sie Freude wachsen. Schon alleine der Spruch, der ist so, ach, so sanft und so, ja, frühlingshaft und ja, einfach nur, ich finde es einfach nur schön. Ne, auch die Blumen hier unten drauf, echt schön gemacht. Genau, dann machen wir das gute Stück mal auf. Ich meine, mittlerweile kennt ihr ja nur unsere WIF-Box, ne? Und tada! Sie ist einfach nur genial. Und sie hat eine Mini-Duftlampe. Eine Mini-Duftlampe. In der Zeit, wo ich jetzt bei Sensi bin, das sind jetzt, glaube ich, so knapp 2 Jahre, ist das jetzt das zweite Mal, dass in einer WIF-Box eine Mini-Duftlampe drin ist. Also mega genial, ne? Und für den Preis, im Grunde genommen, kostet unsere WIF-Box ja 42 Euro. Und unsere WIF-Box hat immer, immer einen Mehrwert. Diese WIF-Box, die WIF-Box vom Februar, hat einen Entschuldigung, Gesamtwert von knapp 63 Euro. Genau, und ich finde sie richtig toll. Es sind 2 neue Düfte drinne, 2 neue Düfte der neuen Saison, Frühling, Sommer 23. Einfach toll. Einmal Tropic Nectar und einmal Raspberry Hibiscus Tee. Ich habe an beiden schon geschnüffelt. Meine Nase ist immer noch nicht wieder so, wie sie eigentlich sein sollte. Ich hatte vor knapp 3 Wochen Corona und da hat es mir so total den Geruchssinn gekillt. Und ich kann wirklich diesen Tropic Nektar einfach nicht riechen. Ich kann ihn nicht riechen, es tut mir leid. Ich kann euch dafür von mir aus keine Duftbeschreibung geben. Also jetzt von mir aus keine Duftbeschreibung geben. Aber ich kann euch die Duftbeschreibung einmal vorlesen. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier so finde. Eigentlich ist das doch gar nicht so schwer, weil ich habe die Düfte ja hier. Tropic Nektar, tropischer Fruchtnektar wird mit Kokosmilch und goldener Agave noch süßer. Also eine tolle Duftbeschreibung, finde ich. Und Raspberry Hibiscus Tee. Da wiederum kann ich einfach riechen, dass es fruchtig ist, aber so richtig fruchtig und süß. Und so im Hintergrund so ein bisschen die Vanille. Aber ich weiß nicht, ob das... Also meine Nase ist wirklich, wirklich noch nicht so, wie sie wieder sein sollte. Kann ich euch aber trotzdem auch vorlesen.
Eine warme Tasse mit Waldhimbeeren und Hibiskusblüten, gesüßt mit einem Löffel, Holunderzucker. Ja, jetzt nicht unbedingt so die Vanille, die ich da hinten noch hinten dran so ein bisschen riechen kann oder empfinde. Aber wie gesagt, Gerüche sind verschieden und da sind wir eigentlich auch ganz froh drüber. Ja, dann haben wir unseren Reisetwister in der Duftrichtung Gogo Mango. Ich liebe Gogo Mango. Wir haben ja im Moment unsere Gogo Mango Sensepiration Kollektion. Ach, die ist einfach genial. Die ist einfach echt gut. Der Reisetwister, den kannst du, was heißt Reisetwister? Also Reisetwister, das heißt immer so, dass man den, naja, auf Reisen mitnimmt. Aber den kannst du auch in einen Spind tun, den kannst du in eine Handtasche tun, den kannst du in eine Sporttasche tun, wo immer du das gerne möchtest, weil du kannst dieses Ding überall mit hinnehmen. So sehen die aus. Und dann kannst du nach Intensität, kannst du hier das aufdrehen, ob du es halt weniger intensiv magst oder so richtig volle Pulle. Und genau, ich hatte jetzt einen im Auto und ich muss sagen, es ist nicht so unbedingt mein Favorit. Aber ich sag jetzt mal, zum Testen, wie so ein Duft ist, finde ich die eigentlich ganz okay. Genau, dann haben wir hier. Was ist das? Dieser kleine flauschige Puschel. Was könnte das wohl sein? Das sind unsere Clean Pads. Clean Up Pads. Die kommen in so einer Verpackung. Da sind so mehrere drin. Die kann man natürlich auch bestellen. Und damit kannst du bis zu 4 Würfel Wachs aufsaugen. Ich habe jetzt hier gar keine Lampe stehen, aber zeige ich euch gleich noch. Und dann legst du das einfach langsam oben in die Lampe rein, in das Wachsschälchen. Und dann saugt dieses Pad den Wachs auf. Und dann kriegst du bis zu 4 Würfel, glaube ich, kann man damit aufsaugen. Und wir haben, worum es hier geht, unsere Mini-Duftlampe. Unsere Mini-Duftlampe, die Lily Garden. Passt natürlich optimal zu dem Spruch, der ja auf unserem Flyer steht, ne? Pflanzen Sie Träume und lassen Sie Freude wachsen. Der Spruch sagt es doch schon. Genau, dann packen wir den mal aus. Also das ist die Base dazu, da kommt die Lampe dann gleich drauf. Zeige ich euch, wie sie im fertigen Zustand dann aussieht. Hier haben wir unsere Lampe. Also ich selber habe sie noch nicht. Und ich muss sagen, der Schirm ist so ein Smaragdgrün. Und je nachdem, wie das Licht da drauf fällt, sind da so, ja, so Regenbogenfarben. Ne? Da hast du alle Farben dabei, die man eigentlich so kennt und haben kann. Da oben ist das, da sieht man es auch noch mal richtig, hier so an der Seite, ne? Genau, da kommt ja nachher der Wachs rein. Das hier ist die Base dazu, habe ich glaube ich gerade schon mal gesagt, aber ist auch egal. Es ist immer ein Glühbirnchen dabei. Und das ist die Base dazu.
Da kommt das Glühbirnchen oben drauf. Ihr solltet am besten die Glühbirnchen immer mit was dabei anfassen, also mit einem Blatt Papier oder eben mit der Folie, die hier drum ist, und nicht mit den bloßen Fingern, weil unser Fett an den Fingern schon dazu führen kann, dass unsere Glühbirnchen auch schneller kaputt gehen. Genau, und dann kommen die da oben rein. Genau, dann wird das hier oben drauf geschraubt. Und dann ist die auch richtig fest. Also da kann wirklich nichts passieren. Gar nichts. Ne? Hier vorne ist der Ein- und Ausschalter. Einmal ab in die Steckdose. Und das Coolste daran, Sensi hat sich da was einfallen lassen, weil es gibt ja Steckdosen, die sind horizontal oder vertikal an der Wand. Und da gibt es einmal für horizontal. Und es gibt einmal für vertikal. Also keine Ausreden da drin. Oh nein, meine Steckdose ist aber so und so und da passt die Lampe nicht rein. Nix da. Passt überall. Genau, ich finde die richtig schön. Genau, das ist unsere Mini-Duftlampe Lily Garden und wir haben eine Wascherwipsprobe in der Duftrichtung Luna. Unsere Wascherwips, die kannst du, also dieses Päckchen sozusagen, jetzt komme ich nicht drauf, in die Wäschetrommel mit reintun und danach riecht richtig lecker deine Wäsche. Genau, also Wascherwipsprobe, Reisetwister, zwei Düfte aus der neuen Saison, unsere Mini-Duftlampe Lily Garden und einen Clean-Up-Puschel für unseren Wachs aus der Lampe. Also das ist, du kannst Nara den hier so reindrücken und langsam drehen. Also nicht fest, ne? Weil dann schwappt dir das an der Seite alles über. Immer schön langsam. Und dann kannst du sozusagen das Wachs da so rausholen. Und damit kannst du einiges an Wachs aufsaugen. Genau, ihr Lieben. Wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr mir das bitte in die Kommentare schreiben. Natürlich freue ich mich über ein Däumchen nach oben. Und wenn euch das gefallen hat, vielleicht auch ein Abo. Genau, ihr Lieben, ich verabschiede mich. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Nein. Und ich wünsche euch noch einen, was haben wir heute, Dienstag, zauberhaften Karnevalsdienstag und sage bis bald. Ciao.